Jahren selbstständig, hauptberuflich als Pferdeheilpraktikerin und Pferdetherapeutin unterwegs und habe seit 2 Jahren ungefähr, boah, müsste ich erst, ich glaube, wir werden jetzt zweijährig mit Kraftpferd auch einen Online-Shop für Kräuter und andere Pferdegesundheitsprodukte. Und genau, und freue mich immer wieder mal, wenn ich entweder vor Ort bei uns auf dem Hof Workshops geben kann, andere interessante Leute einladen kann, die uns etwas über Pferde erzählen, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, auch das Wissen der Pferdebesitzer zu erweitern und zu sensibilisieren, dass die Pferdegesundheit einfach so unfassbar wichtig ist und dass man als Pferdebesitzer auch selbst so gut Einfluss nehmen und vor allem prophylaktisch arbeiten kann. Und das Thema Erste Hilfe, das haben wir im Team entschieden, dass das wirklich auch eine Sache ist, die jeden angeht. Also das betrifft jeden, der ein eigenes Pferd hat oder auch ein Pflegepferd hat. Denn es kann immer mal etwas sein, mehr oder weniger groß oder klein, wo man ratlos dasteht und einfach sofort Hilfe braucht. Und da macht es ja Sinn, dass man das eine oder andere schon mal im Hinterkopf hat. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, dass Zoom-Meeting wird jetzt aufgezeichnet, wenn die Technik mitspielt. Und es wird im Anschluss irgendwann auf unserer Homepage geteilt und zugänglich gemacht, dass man es im Anschluss entspannt nachhören kann. Jetzt führe ich euch mal durch die Präsentation. Also wir werden allerlei Themen abdecken. Haltet euch gerne auch Stift und Zettel bereit für Notizen. Ihr könnt aber jederzeit euch entstummen und kurz eine Frage stellen. Wäre ja ein Schmarrn, wenn ihr das jetzt ewig nach hinten schiebt. Ich würde es mir einfach vorbehalten, wenn ich sage, Mensch, warte noch kurz, in 10 Minuten ungefähr bin ich bei dem Thema, dann schicke ich euch quasi gedanklich weiter. Genau, aber jederzeit bitte melden, Fragen stellen sind erwünscht und willkommen und auch im Anschluss können wir Open End uns dem Thema Erste Hilfe widmen. So, und jetzt geht's los. Oh ja, genau, das sind wir, für alle, die uns noch nicht kennen. Also ich bin Vicky da in Blau, unser Sohn Georg mit seinem Pony und mein Mann Bernd. Und das sind gerade unsere 3 Pferde, die wir eben auf unserem Hof haben, neben ein paar Einstellern. So, und jetzt geht es aber wirklich ins Thema. Nämlich, ja, woran erkenne ich denn überhaupt, dass mein Pferd krank ist? Und zwar kümmern wir uns um die PAT-Werte. Wir schauen uns Schleimhäute an. Ich erkläre, wie man den Hautfaltentest selbst an seinem Pferd durchführen kann. Und dann ein paar Fälle, die einem im Alltag begegnen können. Das ist jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind jetzt einfach so die Themen, die mir in meiner Praxis oder auch in meinem Alltag als Pferdeheilpraktiker und Pferdebesitzer untergekommen sind. Ich werde die moderne Wundversorgung kurz anreißen und wir schauen mal gemeinsam, was in einer Stallapotheke Platz haben sollte. So, und zwar, ja, woran erkenne ich, dass mein Pferd krank ist? Also ich denke mal, jeder hat doch ein gewisses Gespür auch für sein Pferd. Also ich denke gerade die Menschen, die eng mit ihrem Pferd zusammen sind, die es auch schon länger haben, die kommen in den Stall und haben schon eine Ahnung, oh, also irgendwas ist da ein bisschen komisch. Aber um wirklich mal abzugrenzen, was denn tatsächlich ja, sein kann und das ein bisschen die Symptome mit System abzuklappern, haben wir jetzt hier mal eine Liste erstellt. Und zwar, was könnte denn alles unter untypisches Verhalten fallen. Und das ist bei jedem Pferd tatsächlich ein bisschen anders. Also ich werde immer ein bisschen hellhörig, wenn ich merke, dass ein Pferd apathisch ist oder ganz alleine dasteht. Und es ist untypisch. Also natürlich gibt es die Einzelgänger, aber ich rede jetzt wirklich von auffälligen, apathischen Verhalten. Häufiges Hinlegen, der klassische Blick zum Bauch. Scharren, ohne dass man jetzt die Möhre in der Hand hat. Trotz Futter nicht aufstehen, großes Alarmsignal. Häufiges und unproduktives Wasserlassen. Also wenn sich die Pferde hinstellen, man hat so die typische Stellung, dass sie Wasser lassen möchten, aber es
kommt nichts oder nur ein kleines Rinnsal. Ja, kein Appetit, so ganz grundsätzlich. Das kann sich ja auch schleichend, gerade bei den älteren Pferden, einstellen. Übermäßig viel trinken. Natürlich auch gucken, wenn es gar nicht trinkt oder auffällig wenig trinkt, muss man auch mal gucken. Veränderungen im Ausdruck, also achtet mal ein bisschen auf die Mimik. Die Annika arbeitet gerade an einem ganz tollen Workbook, das wir euch zur Verfügung stellen wollen. Aber weil es eben so toll wird, dauert es auch noch ein bisschen, weil wir uns da wirklich viel Mühe geben, dass man das auch selber ein bisschen angucken kann und mal über einen längeren Zeitraum sein Pferd beobachten kann. Und auch eine verkrampfte Muskulatur. Also stellt euch wirklich mal an euer Pferd, würde ich wirklich empfehlen. Und tastet es mal ganz aufmerksam ab, als hättet ihr es jetzt zum allerersten Mal in eurem Leben gesehen. Und macht es ruhig mehrmals im Monat. Einfach um ein bisschen Gefühl für die Muskulatur zu bekommen, für das Gewebe zu bekommen, um auch wirklich Veränderungen wahrzunehmen. Übermäßige Schläfrigkeit, man kann das jetzt, oder Schlaflosigkeit in jeden Variationen, sowas würde ich immer im Auge behalten. Das kann sowohl kurzfristig natürlich sein, also man merkt häufiges Hinlegen und so und dergleichen, Blick zum Bauch, Scharren, das sind alles so typische Akutsymptome. Alle anderen Parameter, die können sich einfach einschleichen. So, die PAT-Werte. Ich löse jetzt gleich mal aus, was PAT bedeutet. Und zwar heißt P steht, beziehungsweise P steht für Puls, A für die Atmung und T für die Temperatur. So, dann schauen wir uns jetzt mal an. Puls, Sollschläge pro Minute sind 28 bis 40. Das ist so in der Literatur angegeben. Tatsächlich ist es aber sehr variabel. Also ich würde wirklich überlegen oder empfehlen, schaut mal in einem ruhigen Moment am Putzplatz den Puls von eurem Pferd an, fühlt den. Und zwar, ich gucke gerade mal, wo was noch kommt. Nee. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Puls zu fühlen. Das Klassische ist quasi zwischen den Zwischenkiefernästen. Da kann man mal vorsichtig reinlangen von der Seite aus und mal ganz, ganz mit dem Mittelfinger ganz leicht reinfühlen und sich mal ganz ruhig hinstellen, nicht zu fest drücken, um den Puls nicht abzudrücken, sondern wirklich mal so ein bisschen forschen und ruhig einfach dort ein bisschen herumtasten. Ihr werdet den ganz sicher irgendwann finden. Manche Pferde haben wirklich einen sehr schwachen Puls, der ist wirklich sehr schwierig zu tasten. Man kann es dann parallel nochmal an der Schweifrübe probieren. Also man fasst quasi umfasst den Schweif und schaut wirklich an der haarlosen Seite des Schweifes, versucht man auch ebenso vorsichtig zu fühlen, ohne den Puls abzudrücken. Im Prinzip, wenn man seitlich den Schweif umfasst, landet meistens automatisch der Mittelfinger im Pulsbereich. Probiert es wirklich mal aus, macht es ganz vorsichtig und notiert euch das auch gerne mal zu unterschiedlichen Tageszeiten und versucht es mal ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was der normale Zustand des Pulses ist. Ich habe euch jetzt hier mal auch zusammengefasst, ihr könnt es ja auch nachlesen dann in der Aufzeichnung, was dieser Puls alles besagt. Vor allem ist interessant zu gucken, wie hoch ist denn der Puls, wenn man das Gefühl hat, das Pferd hat Schmerzen. Denn das ist so ein tatsächlicher Indikator. Je höher der Puls ist, desto stärker sind höchstwahrscheinlich die Schmerzen. Also das heißt, bei einem Hufrehe-Schub kann ein Puls, der normalerweise bei um die 30 ist, auch mal auf die 80, 90 hochschnellen. Und das ist dann immer so ein bisschen ein Indikator, als Hotline in das Innere zu gucken, wie ist denn der Allgemeinzustand. Die Atmung würde ich auch über mehrere Male beobachten. Je nachdem, nach Wetter natürlich auch. Normal sollte er zwischen 8 bis 60 Atemzüge pro Minute sein. Stellt euch da mal hinter euer Pferd und beobachtet quasi den Bauch, wie oft der sich hebt. Also das nennt man die Flankenatmung. Also da kann man ganz gut abschätzen, wie oft sich der Bauch quasi hebt. Und ihr müsst nicht unbedingt eine ganze Minute euch
damit befassen. Es reicht mal, wenn ihr euch einen Timer auf 30 Sekunden zum Beispiel einstellt und dann die Zahl verdoppelt. Das wäre so ein Richtwerk. Das kann man mit dem Puls letztlich genauso machen. Temperatur auch sehr unterschiedlich, ganz ehrlich. Also 37,5 bis 38,2 ist laut Fachbüchern die Norm. Es kommt wirklich ein bisschen auch manchmal aufs Thermometer an. Also zwei unterschiedliche Thermometer nehmen andere Werte. Guckt letztlich, dass ihr mit dem Thermometer, das ihr in eurer Stallapotheke habt, den Normalwert eures Pferdes ermittelt. Dann könnt ihr einfach in Ernstfällen leichter reagieren und Situationen besser einschätzen. Auch die Tageszeit ist da abhängig, natürlich, ob das Pferd gearbeitet hatte, ob es vorher gespielt hat oder sowas spielt da alles mit rein. So, die Schleimhäute, ebenfalls sehr interessant. Und damit, so, Moment, ich muss mal ganz kurz den Balken hier wegschieben, der stört mich hier ein bisschen. Schleimhäute, und zwar haben wir Maulschleimhäute, aber auch die Augenschleimhäute. Jetzt gehe ich mal kurz weiter, aber irgendwie. Jetzt, da ist die Folie. Also eigentlich soll die Maulschleimhaut blass rosa sein. Also wenn ihr das ins Maul guckt und mal oberhalb der Zähne mit euren Fingern 1 bis 2 Sekunden auf diese Maulschleimhaut drückt, dann sollte sie möglichst schnell wieder rosa werden. Also man sagt so unter 2 Sekunden. Wenn die Haut auffällig blass bleibt, dann kann das ein Hinweis auf Kreislaufschwäche sein. Aber auch hier, da würde ich mich komplett auf das Individuum Pferd einlassen und gucken, wie es bei eurem Pferd ist. Also ich habe schon immer wieder mal in den Besuchen vor Ort gesehen, Mensch, der ist aber auffällig blass, aber das Pferd ist pumperlgesund. Also gerade die vollblütigen Pferde haben da manchmal sogar eher einen relativ blasse Maulschleimhaut. Ich habe auch euch ansonsten noch mal ein bisschen aufgeschrieben, welche Farbveränderungen zu Organthemen passen. Also das Typischste ist gelb. Das kann oftmals nach einer Krankheit, nach einer Vergiftung, kann es sein, dass ein paar Tage nach dem Vorfall die Schleimhäute auch im Auge gelb werden. Also blaues Auge hat jetzt eigentlich nichts mit einer Sauerstoffsättigung zu tun. Und Atemnot, das merkt man dann wirklich nur an den Maulschleimhäuten. Aber gerade bei die gelbe Farbe im Augenbereich kann auf Leberschaden hinweisen. Erstmal noch kurz gucken. Grau, ja, wenn die Maulschleimhaut grau ist, dann ist wirklich allerhöchste Eisenbahn. Dann kann das ein starker, kann es wirklich auf eine starke Gefäßstörung hinweisen. Ebenso wie sehr, sehr weiß, sehr, sehr blass ist genauso schlimm, dunkelrote Flecken, Petechien nennt man das dann, ist manchmal auch eine Folge von einer Infektion. Also es können zum Beispiel eine verschleppte Druse zum Beispiel, kann auch noch Petechien als Dauerleihgabe quasi im Pferd bleiben. Schaut mal ganz genau die Schleimhäute an, das würde ich sehr empfehlen. Was haben wir jetzt noch? Genau, jetzt kommen wir auch schon ein bisschen zu den Vorfällen. Und zwar, ihr seht hier ein stark schwitzendes Pferd und ihr seht da jetzt diese weißlichen Absonderungen. Also das ist wirklich ein extrem starkes Schwitzen. Und stellt euch auch mal vor, dass dieses Pferd riecht jetzt wahnsinnig säuerlich. Also das Pferd hat, also es war bei der Eingliederung eines neuen Pferdes und meine Stute hat da gemeint, sie muss da sich ganz besonders engagieren. Ist auch nicht wirklich gewohnt, so viel zu rennen. Und sie hatte da eben Spaß dran mit der Herde als 900 Kilo Kaltbluter ebenfalls mit zu sausen, war aber ein bisschen zu viel für sie. Das ist dann ein Fall, wo ich dann wirklich gucke, oha, dehydriert war sie in dem Moment jetzt nicht unbedingt, weil sie hatte Zugang zu frischem Wasser, das war jetzt kein Problem. Dennoch habe ich zum Beispiel den Hautfaltentest gemacht. Und zwar, der ist wirklich ganz einfach. Das habe ich mir auch angewöhnt, das ganz, ganz regelmäßig bei jedem Pferd, das mir unterkommt,
zu machen, legt, oder, ja, legt, nein, legt eure Hand, nicht legt euch neben das Pferd, sondern stellt euch neben das Pferd, legt eure Hand wirklich auf die Mitte des Halses und greift da mal ein bisschen rein in diese, als würdet ihr eine Hautfalte tatsächlich abziehen. Und lasst die sofort, wenn möglich, wieder los. Und auch diese Falte sollte sich wirklich sofort, also im Prinzip zählt bis 1 und dann sollte die schon wieder sich zurückgebildet haben. Wenn diese Falte länger stehen bleibt, also wirklich länger als 2 Sekunden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass so wenig Wasser im Gewebe ist, dass es gar nicht mehr elastisch ist. Und dann kann es sich gar nicht mehr so schnell zurückbilden. Und das ist dann tatsächlich Gefahr der Dehydrierung. Das hat man im Sommer doch immer wieder mal, gerade bei Pferden, die auf einer Sommerkoppel sind, die wenig Schattenplätze haben, denen auch der Weg zum Wasser zu weit ist, weil sie beispielsweise entweder bei der Herde bleiben wollen oder nicht mehr so gut zu Fuß sind. Da kann das doch immer wieder mal sein, wobei man auch sagen muss, Pferde, die schon älter waren oder sehr, sehr dick waren und abgenommen haben, die haben auch ein bisschen verändertes Bindegewebe. Also hier guckt einfach das Gesamtkonstrukt an und versucht ein Gefühl für euer Pferd zu bekommen. Ich habe jetzt euch auch nochmal hier geschrieben, aufgeschrieben, woraus denn der Schweiß tatsächlich besteht. Und auffällig ist, wenn euer Pferd wirklich riecht, es riecht ganz unangenehm und der Schweiß sich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, also wirklich richtig säuerlich riecht, dann ist das kein gutes Zeichen, dann ist wahrscheinlich auch Laktat und Harnstoff im Übermaß, im Schweiß und das sollte man mit einer Elektrolytpaste gegensteuern. Und ich empfehle dafür die Stallapotheke wirklich explizit das Equipur, also das Vitalit von Equipur, das ist, hat ein relativ langes Haltbarkeitsdatum in der Regel, also 2-3 Jahre kann man das locker in der Stallapotheke lassen, zu verabreichen wie eine Wurmpaste, also sprich, das kann man wirklich schnell ins Pferd bringen und im Prinzip wirkt es teilweise schon nach 1-2 Stunden. Also dass dann sofort das Hautbild und diese Hautfalte sich wieder zurückbildet und natürlich parallel versuchen, dem Pferd Wasser einzuflößen. Eine ganz findige Kollegin hat mal erzählt, dass sie zum Beispiel dann, als das Pferd wirklich Schwächeanfälle auch hatte und der Tierarzt nicht so schnell kommen konnte, um Infusionen zu legen, sind sie in den Supermarkt und haben Wassermelone gekauft. Einfach letztlich, um das Pferd ein bisschen mit Zucker zu versorgen und auch Wasser ins Pferd zu bekommen und Kalium. Also tatsächlich ist Dehydrierung für mich ein starkes Alarmsignal und ich würde sicherheitshalber immer den Tierarzt dazu rufen. Zumal, wenn man auch das Gefühl hat, der Allgemeinzustand ist schlecht, das Pferd wird schwach und träge und das kann schlimme Auswirkungen haben. So, wollen wir nicht haben, sollte in die Stallapotheke, um dem Schlimmsten vorzubeugen. Was haben wir noch? Ja, also gerade bei dem Wetter, also Herz-Kreislauf, diese starken Temperaturschwankungen, können dem einen oder anderen Pferd wirklich zu schaffen machen. Das Schlimmste ist es dann, wenn es dann in einem Super-GAU-Kreislauf-Kolik gipfelt. Das ist jetzt so der Februar, März. Das ist die typischste Zeit für Kreislaufkoliken. Und auch wenn im Vorjahr das Pferd nicht Problem, also ich rede jetzt zum Beispiel von den Senioren, und bei Senior ist, das kann Ü30 sein, es kann aber auch teilweise Ü16 oder Ü15 sein. Das kommt bei jedem Pferd ein bisschen drauf an. Ich würde da ganz genau aufpassen und jedes Jahr, jeden Sommer, jeden Frühling neu beurteilen und gucken, Mensch, wie geht es denn kreislauftechnisch meinem Pferd? Und man kann durchaus prophylaktisch im Frühling eine Kur geben, bestehend, also ich empfehle zum Beispiel die Kombination Aronia-Beeren, Weißdorn und eventuell Rostkastanienfrüchte, denn die sorgen in diesem Trio dafür, dass das Herz gestärkt wird, dass der Blutkreislauf besser funktioniert, dass das Blut auch ein bisschen verflüssigt wird und gerade die Rostkastanienfrüchte sorgen dafür, dass die Gefäße den Blutdruck besser weiterleiten können. Also die sorgen dafür, dass die Gefäße abgedichtet werden und
in der Kombination kann man das sehr gut auch bei Pferden, die zu angelaufenen Beinen neigen, Ödeme am Euter oder Schlauch haben. Da kann man das mit den Rostkastanienfrüchten gerne mal ergänzen. Ansonsten, wenn das Pferd so weit fidel ist, nicht zu Ödemen neigt, dann würde wahrscheinlich Aronia-Beere und Weißdorn reichen. Gerne wirklich in der Kombination Aronia und Weißdorn, denn diese beiden Kräuter ergänzen sich gegenseitig. Also sprich, die unterstützen sich und befördern und befruchten sich gegenseitig. Also Weißdorn ist alleine schon super, Aronia-Beeren sind auch alleine für sich super, aber in Kombination sind sie einfach besser. Ich habe zum Beispiel auch für die Stallapotheke die Kräutermischung Hufreha. Also nicht wundern, was hat jetzt Hufe mit dem Blutkreislauf zu tun? Letztlich ist es ein ähnlicher Effekt wie bei einer Hufrehe. Wir wollen den Blutkreislauf, der normalerweise in den feinen, verästelten Arterien der Huflederhaut ist, da wollen wir das Blut flüssig und geschmeidig halten und den Hufmechanismus und die Hufpumpe entlasten. Und das können wir mit dem Herz, mit der Hufreha genauso. Also die Hufreha besteht aus Ginkgo, Mädesüß und Weißdorn, also ist auch eine ganz gute Mischung, sowohl für Hufrehe, aber auch für Kreislaufschwäche. Ich habe euch auch noch den Vitalpilz Reishi aufgeschrieben, den mag ich sehr, sehr gerne. Also den kriegen auch meine Pferde immer wieder mal kurweise, einfach weil es so ein wahnsinnig potenter Vitalpilz ist. Also er unterstützt das Herz-Kreislauf-System, stärkt aber auch die Leber und die Milz und gerade Pferde, die zu Allergien neigen, sei es jetzt Allergie hinsichtlich Sommerekzem, aber auch Husten, die profitieren davon, denn die Histaminausschüttung wird dadurch reduziert durch die Gabe des Reishis. Beim Reishi ist es alle oder bei Vitalpilzen allgemein ist es aber so, man muss bedenken, dass man die schon 8-9 Wochen geben muss, damit sie wirklich ihre Wirkung entfalten. Also da braucht man ein bisschen einen langen Atem. Die Kräuter wirken in der Regel schon sehr viel schneller. Also da hat man schon nach 2-3 Tagen eine gewisse Anflutzeit, so nennt man das im Blut, dass die Wirkstoffe auch tatsächlich dann im Körper ankommen und zur Verfügung stehen. Man muss jetzt auch nicht unbedingt Herz-Kreislauf-Kräuter durchgängig geben. Es reicht zum Beispiel, wenn man ein bisschen den Wetterbericht beobachtet und merkt, oh, jetzt kommt wieder so ein arger Temperatursturz in den nächsten Tagen. Da gebe ich jetzt sicherheitshalber einfach mal für eine Woche diese Kombination und dann ist wieder gut. Und dann guckt man einfach, wie das Pferd darauf reagiert, wie es ihm geht. So, das war es jetzt, glaube ich, zum Thema Herz. Jetzt schauen wir mal weiter. Ja, genau, Allergien und Nesselsucht. Also meine Pferde sind, muss ich ja echt sagen, die sind wirklich ein unerschöpflicher Quell an Bildmaterial, was Krankheiten und allerlei vorgeht. An denen kann man das Beste lernen. Also wir sehen hier meine Stute und mich direkt nach der Heuernte, als sie beschlossen hat, sie muss, ich vermute, in ein Wespennest, Erdwespen hineingeraten sein mit beim Rumstromern auf der Koppel. Jedenfalls war ihr ganzer Kopf stark geschwollen. Also es ist zwar ein Kaltblut, aber so groß ist der Kopf normalerweise nicht. Insofern bin ich da schon immer ein bisschen kritisch bei allen kopfnahen Allergien, denn ich habe immer Sorge um die luftzuführenden Gänge. Also sprich, wenn der Kehlkopf und der ganze Bereich stark zuschwillt, nicht, dass dann das Atmen erschwert wird. Sie hat allerdings sehr schnell auf das Kühlen reagiert. Man konnte zuschauen, wie das abschwillt und von daher habe ich in diesem Fall darauf verzichtet, den Tierarzt anzurufen. Würde aber im Zweifelsfalle, wenn man auch nicht so viele Produkte, Homöopathika zu Hause hat, um da schnell einzugreifen, würde ich im Zweifelsfall den Tierarzt anrufen. Und ich muss sowieso sagen, der Erste-Hilfe-Workshop hier per Zoom soll wirklich gedacht sein, damit ihr ein bisschen Hintergrundinformation habt. Ihr sollt nicht denken, dass ihr dadurch den Tierarzt ersetzen könnt. Ruft im Zweifelsfall wirklich immer jemanden an, der sich gut damit auskennt. In dem Fall haben kalte Wickel gereicht. Deswegen ist es auch Bestandteil unserer Stallapotheken-Checkliste, wirklich viele große kalte Tücher, sodass ihr sicherheitshalber im Ernstfall schnell euer ganzes Pferd so gut wie möglich einkuscheln könnt.
Ich habe jetzt diese Tücher in kaltes Wasser gelegt, noch einen Schuss Apfelessig dazu, um die Schlagstoffe zu entziehen. Parallel habe ich mit Farblicht, mit meiner Farblichtlampe, blau den Kopf angestrahlt und man konnte da zusehen, nach einer Stunde oder so war das Pferd wieder fast normal. So. Ich verzichte jetzt hier übrigens bewusst darauf, homöopathische Mittel zu nennen. Das möchte ich nicht. Also das ist mir zu risikobehaftet. Im Zweifelsfalle fragt wirklich euren Pferdeheilpraktiker, Therapeut um Rat und versucht euch da selber ein bisschen was anzulesen gerne. Aber ich werde jetzt auf Fragen zu homöopathischen Mitteln jetzt nicht unbedingt eingehen. Soll ich die an dieser Stelle erwähnen? Was haben wir noch? Ja, festliegen. Auch ein wichtiger Bestandteil in der Stallapotheke, der eigentlich so selten vorkommt. Und zwar, ihr seht hier dieses grüne Seil nennt man quasi, wenn ihr es googelt, seht ihr es als Schlupf. Also so habe ich es auch bezeichnet, Schlupf oder Hebeschlinge. Versucht das irgendwo in der Stallapotheke oder im Stall griffbereit zu haben, denn damit kann man, das sind sehr stabile Schlupfe, und damit kann man eben beispielsweise ein Bein fixieren. Und wenn sich das Pferd blöd verkantet hat und man möchte sich ja nicht selber in Gefahr bringen, dann macht es Sinn, dass man zum Beispiel die Beine damit fixiert und hat da einfach ein bisschen Schutz für sich selber. Also in unserem Fall war das jetzt auch gar nicht zum Glück nötig. Also ich konnte meine Stute da selber rausfädeln und zum Glück sind wir da alle mit einem kleinen Schock zwar davon gekommen, aber ansonsten ist das alles glimpflich ausgegangen. Wobei festliegen möchte ich euch ganz, ganz dringend empfehlen, da sofort den Tierarzt zu rufen und den in Alarmbereitschaft zu versetzen. Denn je länger das Pferd liegt, kann das in Todesgefahr, kann es tödlich enden, einfach weil der Kreislauf runterfährt, der Schock sowieso. Für ein Fluchttierpferd müssen wir uns jetzt nicht ausmalen, wie traumatisch das sein muss, wenn das Pferd festliegt. Es kommt natürlich auf das Grundgemüt an. Der Kreislauf fährt runter, die Organe drücken sich quasi gegenseitig. Und es kann wirklich kann lebensbedrohlich werden. Also da ganz, ganz schnell und bei aller Ruhe handeln, damit das Pferd so schnell wie möglich aus dieser Situation befreit wird. Zumal man ja manchmal auch gar nicht weiß, wie lange das Pferd schon festliegt. Und da hat jetzt einfach so ein Schlupf ein bisschen gute Dienste geleistet. Was haben wir noch? Ja, was tun, was das Auge tränt. Wenn das Auge tränt. Das gibt es ja von Ausmaß zu Ausmaß und ich bin immer dafür, am Auge nicht wirklich herumzudoktern. Das Erste, was ich vorsichtig tue, je nachdem, wie zugeschwollen das Auge ist, ganz vorsichtig zu überprüfen, ob ein Fremdkörper offensichtlich da ist. Wenn ja, sofort, ohne Wenn und Aber, den Tierarzt anrufen. Im Zweifelsfall, sicherheitshalber auch, muss man ganz ehrlich sagen, der kann dann einen ganz einfachen Test machen, das nennt man Fluoreszin-Test. Da wird das Auge eingefärbt mit einer Flüssigkeit. Und dann kann man ganz gut gucken, ob irgendwo eine Durchlässigkeit ist und wo eine Beschädigung da ist. Und das Auge ist so ein sensibles Konstrukt und kann da eine Infektion im Auge, das kann wirklich dem Pferd das Auge kosten. Da würde ich vorsichtig sein. Vor Sonnenlicht schützen, das ist jetzt mein einziger Tipp, den ich jetzt noch homöopathisch gebe, weil ich davon wirklich extrem überzeugt bin und man dann, ich sage es mal pauschal, nichts falsch machen kann. Das sind diese Euphrasia-Pipetten von Wala. Die habe ich auch immer in der Stallapotheke. Die kann man klein, sind so kleine Plastik-Pipetten, die kann man aufbrechen und dem Pferd sicherheitshalber ins Auge geben als Erste-Hilfemaßnahme. Man kann das Auge eventuell auch spülen. Es gibt ebenfalls Einmal-Pipetten und bitte dann 0,9%ige Kochsalzlösung nehmen. Und auf gar keinen Fall, egal welche Foren oder Dr. Google oder sonst was das empfehlen, bitte nicht das Auge mit Kamillentee oder ähnlichen Präparaten spülen.
Denn man kann das niemals so sauber abfiltern. Und diese Trüb- und Schwebstoffe, die in dem Tee sind, die können das Auge massiv schädigen. Also da können wir wirklich mehr kaputt machen, als tatsächlich nützen. Wenn man ein Pferd hat, das immer wieder zu Augenentzündungen und tränenden Augen neigt, dann würde ich euch mal raten, schaut euch Tulsikraut oder auch Zistrosenkraut an, denn die unterstützen wirklich die Immunabwehr speziell des Auges. Was haben wir noch? Ja, akute Vergiftung kommt doch immer wieder mal vor in unterschiedlicher Ausprägung. Symptom kann sein auffälliges Verhalten, wir hatten ja vorhin schon die Liste, Unruhe, leichte Erregbarkeit. Das Pferd weiß nicht, wie ihm geschieht. Das ist teilweise lethargisch, aber teilweise Muskelzittern, Muskelzucken, starker Speichelfluss, also wirklich sabbern bis zum geht nicht mehr, Schluckbeschwerden auch. Störungen in der Verdauung. Das kann von Kolik über Durchfall bis Blut im Kot alles Mögliche sein. Verfärbter Harn, also beispielsweise auch rötlicher Harn. Bewegungsstörungen, wenn die Reflexe fehlen. Lähmungen, Krämpfe. Das im weitesten Sinne. Ihr könnt die Reflexe zum Beispiel ganz gut selber auch an eurem Pferd testen. Und zwar stellt euch mal vor euer Pferd und mit eurer Fußspitze, also ich sage jetzt mal, berührt ihr den Huf eures Pferdes am Kronrand. Also schon stark und spürbar, aber natürlich nicht treten. Und wenn das Pferd, der natürliche Reflex wäre, dass das Pferd diesem Fußdruck des Menschen ausweicht. Wenn es das nicht tut, dann ist das ein Alarmsignal. Wenn das Pferd natürlich, manche Pferde reagieren da nicht drauf im normalen Zustand. Aber ich würde es einfach in die Situation mit einfließen lassen und so kann man eben die Reflexe auch selber schon mal ganz gut als Schnelltest abklären. Zittern, Schwitzen, Kreislaufversagen natürlich, Schock, veränderte Pupillen, erhöhte, aber auch zu niedrige Körpertemperatur. Atemprobleme, veränderte Atmung, also so eine Hechelatmung, Ödeme, auch Beinödeme, Bauchödeme, die können dazu führen. So, Moment. Und wenn wir diese Symptome wahrnehmen, dann ist es wirklich so schnell wie möglich versuchen herauszufinden, von was reden wir denn überhaupt. Als erstes würde ich mir das Heu und die Wiese angucken. Pflanzengifte, also schaut auch da wirklich selber mal nach, übernimmt da wirklich die Verantwortung, auch selber mal zu gucken, wie steht es um die Wiesen, den Wiesenbestand. Das Heu gibt es da, Jakobskreuzkraut, Herbstzeitlose. Die Wiesen haben sich in den letzten Jahren so stark durch diese Trockenheit verändert. Es kommen immer mehr Giftpflanzen, die sich ausbreiten. Relativ neu ist zum Beispiel das Ferkelkraut, das dem Löwenzahn oder dem Pippau ähnelt, das kann sehr starke neurologische Störungen hervorrufen. Allgemein gibt es Veränderungen am Stall. Wurde irgendwas gestrichen? Konnte das Pferd mit irgendwelchen Lackenfarben in Zusammenhang kommen? Neue Mörtelkübel, neue Wassereimer, was auch immer. Das Wasser ist für mich immer ein Blickpunkt. Das schaue ich mir fast immer bei jeder Anamnese auch am Pferd an, tatsächlich, was für ein Wasser bekommt das Pferd. Ist vielleicht geodelt worden in der Nähe von Wiesen mit einem Flusslauf, Schwermetalle, Blei, Arsen, neues Gebiss, was auch immer. Also da kann es so viele verschiedene Möglichkeiten geben. Und was man ganz allgemein tun sollte, neben Tierarzt rufen, nicht zur Bewegung zwingen, viel trinken lassen, wenn es irgendwie möglich ist, wenig essen, denn wir wollen den Verdauungstrakt so schnell wie möglich entlasten. Parallel aber definitiv die Leber stärken. Das könnte man jetzt akut mit Ratania-Wurzel oder Mariendistelsamen machen. Wir wollen Toxine binden. Da kann man etwa entweder Futterkohle nehmen oder im Shop habe ich auch das Produkt Vetamin. Das ist ein Zeolit. Und wir wollen die Darmwand abdichten. Hat den Hintergrund, das Pferd wurde, also angenommen, das Gift wurde über den Mund aufgenommen, dann
läuft es ja automatisch über den Darm, hoffentlich so schnell wie möglich nach draußen, über den Kot, damit es schnell ausgeschieden wird. Und wir wollen es nicht ins Blut lassen, diese Giftstoffe. Und so können wir den Darm, ich sage es mal, abdichten, natürlich nicht zu 100%, aber so weit möglich. Und da eignen sich zusammenziehende Kräuter. Und da ist zum Beispiel das Gänsefingerkraut sehr, sehr, sehr mächtig. Genau. Was tun bei einer Kolik? Ja, tatsächlich. Ich habe wirklich überlegt, ob ich das Thema Kolik überhaupt anschneide. Denn zum Beispiel mir als Tierheilpraktiker, ich habe ein Behandlungsverbot, was Kolik angeht, weil das eine so dermaßen heikle Krankheit ist, dass ich natürlich dem Tierbesitzer mit Rat und Tat zur Seite stehe als Therapeut. Aber den Tierarzt würde ich dann niemals außen vor lassen. Es hat sich bewährt, man sollte das Pferd nicht fressen lassen, wenn irgendwie möglich, das Pferd aber ruhig im Schritt führen lassen. Es scheiden sich natürlich die Geister, ob man das Pferd wälzen lassen soll oder auch nicht. Ich denke, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube, man sollte dem Pferd die Möglichkeit geben, sich zu wälzen. Anders kann es die Schmerzen wahrscheinlich auch gar nicht aushalten. Es darf sich und andere dabei einfach nicht in Gefahr bringen. Das hat auch häufig den Hintergrund des Nicht-Wälzen-Lassens. Ich persönlich würde es aber wahrscheinlich dem Pferd gestatten. Trinken ist erlaubt. Besprecht mit eurem Tierarzt, sobald ihr ihn an die Strippe habt, ob das okay ist, wenn ihr das Colosan von Salovet geben würdet. Das macht dann Sinn, wenn das Pferd tatsächlich eine Blähungskolik hat. Also beispielsweise das Pferd hat Futtermittel gefressen, das typische Fall, das Pferd hat die Futterkammer gestürmt, beim Anweiden zu lange auf frischem Gras gewesen, frisches Heu, das noch nicht lange abgelagert war. Das kann alles zu Blähungskoliken führen und hier kann man das Colosan geben, denn da sind sehr starke ätherische Öle enthalten, wie Kümmel, Fenchel, Anis etc. Und die sorgen dafür, dass dem Pferd die Winde quasi abgehen. Und auch wenn es schwerfällt, bitte versucht, Ruhe zu bewahren. Also wir haben auf Facebook einen ganz tollen Artikel, wie man sich als Mensch da verhalten kann, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um auch wirklich sich selbst zu erden und runterzufahren. Ich möchte jetzt gar nicht so arg drauf eingehen. Lest euch das gerne in Ruhe durch, der ist ganz toll beschrieben, und versucht euch wirklich mal Mechanismen auszudenken. Wie könnt ihr euch selbst weitestgehend selbst beruhigen durch Atemtechniken, Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, um letztlich auch gut für euer Tier da sein zu können. Weil jeder Stress, den ihr transportiert, das kriegt das Pferd natürlich mit. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Genau. Für die Fortgeschrittenen unter euch, im Rahmen des Tastet doch mal euer Pferd ab, würde ich euch ganz dringend empfehlen, schaut euch wirklich mal ganz genau den Bauch eures Pferdes an. Und zwar in den Kursen vor Ort, die ich normalerweise auch gerne gebe, bekommen die Teilnehmer ein Stethoskop ans Ohr und dürfen wirklich bei den verschiedenen Pferden mal am Bauch hören. Und zwar habe ich jetzt mal versucht darzustellen, auf der nächsten Seite kriegt ihr auch noch ein bisschen genauer, wo was ist. Links oben bezeichnet quasi die linke Seite des Pferdes, also wenn ihr aus der Vogelperspektive drauf schaut, die linke Seite oben, das ist quasi zwischen Flanke und Wirbelsäule, würde ich das mal so grob einordnen. Da ist das Fenster zum Dünndarm. Links und rechts unten habt ihr den Kolon. Rechte Flanke oben, da ist der Blinddarm. Und hier kann man zum Beispiel so eine Klospülung hören. Und versucht wirklich mal ganz aufmerksam, bei den dünnen Pferden reicht, wenn ihr mit eurem Ohr wahrscheinlich an den Bauch mal geht, zu horchen. Bei etwas moppeligen Pferden wird es um ein gutes Stethoskop wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Wie hört sich es denn tatsächlich im Bauch an? Ist wirklich sehr interessant. Und auch hier nochmal der Hinweis auf den Puls. Man kann ein bisschen einordnen, je nachdem, wie stark der Puls schlägt oder wie schnell er schlägt, wie es um das Pferd bestellt ist tatsächlich. Also leichte Kolik ist dann meistens ein erhöhter Puls. Eine schwere Kolik,
weil man immer einschätzen muss, was ist schwer, wäre zwischen 60 und 100 Schläge pro Minute. Hier seht ihr so die schematische Darstellung. Und zwar möchte ich euch jetzt auch Mut machen, euer Pferd bei Bauchweh zu unterstützen. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Die Folie habe ich aus einem Seminar. Und zwar, ich kann euch da auch empfehlen, wer sich dafür interessiert. Der Referent war Thomas Meffert. Der hat es ganz, ganz fantastisch Therapeuten und Pferdebesitzern gezeigt, wie man den Bauch massieren kann. Wichtig ist, dass ihr nur auf der rechten Seite massiert, denn hier auf der ganzen rechten Seite des Pferdebauches besteht eigentlich fast nur aus Blinddarm. Und zwar, man sieht hier noch diese Blinddarmspitze hier unten, also hier wäre die Gurtlage in der Mitte des Rumpfes und ungefähr nach der Gurtlage, so am unteren Teil des Bauches, beginnt der eine Teil des Blinddarms, also sprich, eigentlich kommt das Einspritzgeräusch aus dem Zwölffingerdarm, aus dem Hüftdarm kommt dann quasi hier in den oberen Bereich des Blinddarms an. Und da würde man dann das Einspritzgeräusch hören. Aber die ganze rechte Seite eben ist der Blinddarm. So, und ihr könnt selbst massieren. Wichtig ist dabei, jetzt gehe ich mal auf das nächste Bild, dass ihr in Pfeilrichtung massiert und nicht unbedingt massieren in Form von kreisenden Bewegungen, sondern wirklich mit euren Händen euch ganz vorsichtig am Darm entlang schiebt. Also ich mache es beispielsweise so, dass ich meine rechte Hand auf den Widerrist des Pferdes lege, mein Blick ist Richtung Schweif und meine linke Hand ist ganz vorsichtig und achtsam am Bauch, eben ähnlich auf dieser Pfeillinie. Man kann da auch ein bisschen vorne anfangen. Es reicht, wenn man theoretisch hinter der Gurtlage anfängt und sich dann millimeterweise am Blinddarm entlang schiebt, ungefähr bis zur letzten. Und dann quasi einmal im 90-Grad-Winkel in die Pfeilrichtung nach oben entlang arbeitet. So ein Durchgang kann locker um die 20 Minuten dauern, nur um einmal ans Pferd zu kommen. Jetzt ist der Akku wieder da. Und das könntet ihr auch gerne bei Pferden machen, die einfach nur Blähungen haben, also die einen stark geblähten Bauch haben. Denn man könnte klassisch sagen, dass jeder Blähbauch die Vorstufe zu einer Kolik ist, ohne euch da jetzt Angst machen zu wollen. Aber ihr werdet sehen, dass eure Pferde das wahnsinnig entspannend finden, denn dadurch wirken wir direkt auf das vegetative Nervensystem und können so das Nervensystem stark entspannen. Wichtig eben nur auf der rechten Seite. Ich sage euch auch gleich, warum. Denn auf der linken Seite seht ihr hier diese große Kolonschlaufe. Und diese Kolonschlaufe, ihr erkennt vielleicht auch direkt, dass das gar nicht so, ja, das ist ein bisschen, dass es da so eine Spitzkehre gibt. Also die Pfeilrichtung zeigt den Nahrungsbrei, wie er durch den Kolon wandern würde. Und hier am hintersten Ecke, da ist so eine ganz furchtbar anstrengende Passage für den Nahrungsbrei. Und wenn man hier jetzt massieren würde oder gar in die falsche Richtung massieren würde, könnte man im Falle einer Kolik das eben sogar noch verschlimmern und eine Verstopfung in dieser Kerbe herbeiführen. Deswegen bitte nie, 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 niemals auf der linken Seite im Falle einer Kolik massieren. Aber deswegen habe ich jetzt ich wollte es euch dennoch zeigen, denn dadurch kann man selbst dem Pferd so viel Gutes tun. Und bei allen Blähbauchpferden wäre das eine, könnt ihr das gerne in den täglichen oder alle 2 Tage Alltag einführen. Nicht wundern, die Pferde werden dadurch auf einmal sehr, sehr ruhig, fallen wirklich in den tiefen, könnt in den tiefen Schlaf fallen. Achtet da ein bisschen, weil der Kreislauf kann da auch stark runterfahren. Also da wirklich achtsam sein, ist ein Zeichen dafür, dass ihr eine sehr gute Verbindung dann zu eurem Pferd habt, aber dann auch wirklich das Pferd ein paar Schritte nach so einem Durchgang führen, damit der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Genau, dann kommen wir zum weiten Feld
Hufabszess, Hufgeschwüre, Hufrehe. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, wenn jemand noch nie mit einem Hufabszess zu tun hatte und er das Gefühl hat, oh Gott, sein Pferd hat sich das Bein gebrochen, das Pferd stirbt gleich, dem geht's Hundeelend, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nicht sehr, dann ist es meistens bloß ein Hufabszess. Ganz ehrlich. Also das ist so, so häufig, zumal wenn man keine Fremdeinwirkung von draußen sieht, kein Schlag am Bein ist, kein Blut oder Ähnliches und das Pferd kann das Bein einfach nicht belasten, dann ist es oft bloß ein furchtbar schmerzhafter Hufabszess. Ich sage jetzt mal bloß, weil das Pferd wird es überstehen, aber es ist eine ganz, kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten, das Pferd dadurch zu begleiten. Also mein Mittel der Wahl sowohl für Patienten als auch meine eigenen Pferde ist die Bioresonanz. Ihr seht da meine Stute, wie sie an ihrem Bioresonanzgerät angeschlossen hat und die Behandlung genießt und da einfach mal ihre Schmerzen für eine Weile vergisst. Maßnahmen bei einem Hufabszess. Also falls es denn einer ist, natürlich, wenn ihr euch unsicher seid, ruft den Tierarzt an. Es hat sich bewährt, mit einer Hufabtastzange aus der Stallapotheke wirklich den Huf mal ganz sorgfältig zu untersuchen. Wenn man merkt, oha, das Pferd scheint irgendwo druckempfindlich zu sein, es ist irgendwo an der Sohle eine auffällige Hitze, am Kronrand eine auffällige Hitze, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es nur ein Hufabszess ist. Natürlich auch mal gucken, nicht, dass doch ein Fremdkörper eingetreten ist, dass das Pferd deswegen nicht auftreten kann. Denn meistens ist es einfach so, dass ein Pferd dann nur auf drei Beinen läuft und das vierte schmerzende Bein gar nicht aufsetzen möchte oder kann. Was wir wollen, ist den Abszess so schnell wie möglich reifen zu lassen, denn und auch aufgehen zu lassen, denn desto schneller ist der Spuk meistens tatsächlich vorbei. Dann kann es sein, dass das Pferd am nächsten Tag schon wieder fröhlich durch die Wiese saust, als wäre nichts geschehen. Das ist natürlich der Idealzustand. Was wir tatsächlich machen können, ist das Pferd weichstellen, zum Beispiel in Stroh, in was auch immer man als Einstreu zur Verfügung hat. Mit einem Hufwickel kann man das Laufen erleichtern, damit einfach die Sohle, angenommen der Hufabszess ist zum Beispiel an der Sohle, damit das Pferd sich leichter tut aufzutreten, dass es mal den Huf entlasten kann. Bewährt haben sich da auch tatsächlich heiße, gekochte Kartoffeln. Ich komme da gleich nochmal ein bisschen genauer auf, wie man so einen Verband anlegt. Oder auch Sauerkraut, damit es schön quatschig ist, damit das Pferd ein schönes dämpfende Einlage an der Sohle hat. Ein Angussverband, denn wir wollen ja den Durchlass aus dem Horn nach außen, so eine Röhre quasi, in so ein Ventil, um den Druck aus dem Huf abzuleiten, wollen wir so leicht wie möglich machen. Also aufweichen, wässern wäre da sehr gut geeignet. Zum Beispiel auch einen Wickel anlegen. Ich bevorzuge Retterspitze oder Basenwasser. Quark am Kronrand kann auch nochmal Feuchtigkeit spenden. Und achtet wirklich auf das Nachbarbein, das vielleicht auch noch mal ein bisschen unterstützen und behandeln, denn das muss ja jetzt quasi ein Bein mit kompensieren. Und es kann schon anstrengend sein, nicht, dass wir auf dem anderen Bein uns eine Belastungsrehe selbst heranzüchten. Maßnahmen bei Hufrehe. Sofort kann man 4 bis 5 Blutegel ansetzen oder setzen lassen. Das setzen lassen würde ich all denen empfehlen, die sowas noch nie gemacht haben. Der Blutegel oder auch ein Aderlass durch den Tierarzt ist eine sehr gute Erste-Hilfe-Maßnahme, weil man dadurch das Blut verdünnt. Also das Pferd wird wahnsinnig entlastet. Kühlen ist ebenfalls sehr, sehr hilfreich. Es gibt auch spezielle Gamaschen, Eisboots, die man verwenden kann. Die kann man manchmal auch im Reitsporthandel leihen oder auch beim Tierarzt leihen. Perfekt ist natürlich ein kleiner Bach, wo man das Pferd reinstellen kann. Denn es muss schon wirklich ordentlich kalt sein. Also nur ein bisschen mit dem Wasserschlauch abspritzen, das verpufft im Sande. Ich nenne es jetzt mal Energie aus den Beinen nach oben ausleiten. Stellt euch mal wirklich vor, versucht euch da mal bildlich hineinzuversetzen. Euer Bein tut unheimlich oder euer Fuß tut unheimlich weh.
dann ist ein natürlicher Reflex, dass man einfach versucht, den Schmerz rauszustreichen. Also man will, und so könnt ihr es beim Pferd dann tatsächlich ausmachen, versucht euch mal ans Pferdebein zu knien, auf eure Sicherheit natürlich bedacht, und mit beiden Händen das Bein zu umfassen und von der schmerzenden Stelle aus nach oben wegzufahren. Wenn das Pferd es unangenehm findet, müsst ihr nicht mal unbedingt die Haut berühren, sondern stellt euch vor, das ist eine energetische Technik, die ihr selbst anwenden könnt, als hättet ihr, also ich stelle mir es beispielsweise so vor, als wären meine Hände magnetisch. Und ich versuche mir dann vorzustellen, meine Hände ziehen per Magnet den Schmerz raus. Macht das ein paar Durchgänge lang, stellt euch vor, wie ihr das Blut verflüssigt, versucht euch da wirklich so tief wie möglich hineinzudenken und ihr werdet sehen, dass euer Pferd das Lecken, das Kauen anfängt und dass die meisten Pferde für solche energetischen Maßnahmen sehr, sehr dankbar sind und einfach ihren Schmerz für eine kleine Weile vergessen. Ich persönlich bin ein Freund von einer eisenlosen Hufrehebehandlung. Also sollte das Pferd überhaupt Eisen haben, würde ich die unbedingt abnehmen, die Trachten kürzen, das Pferd, wie gesagt, schon mal weich stellen und bei einem Hufpfleger einen Krankenschuh organisieren. Aber auch hier gibt es so, so wahnsinnig viele Varianten, wie man eine Hufrehe behandelt. Das ist jetzt einfach meine persönliche Erfahrung, die ganz gut in Zusammenarbeit mit Hufpflegern die besten Ergebnisse erzielt hat. Und versuchen, das Pferd so schnell wie möglich wieder in leichte Bewegung zu bringen. Natürlich nur, sofern die Schmerzen es erfordern. Also man muss das Pferd jetzt nicht durch die Gegend prügeln, damit es sich ein bisschen bewegt. Aber wir wollen ja letztlich bei einer Hufrehe den Blutmechanismus oder den Blutkreislauf so schnell wie möglich wieder anregen. Und das geht halt nun mal nur über Bewegung. Das könnt ihr durch Massagen natürlich machen, das könnt ihr durch Lymphdrainage, könnt ihr das Blut und den Lymphfluss in Bewegung bringen, aber die Bewegung an sich, also das Pferd versuchen, so weit wie möglich immer mal ein paar Schritte rauszulocken, gerne in dem, im Paddock bei den anderen Pferden lassen, damit es ein bisschen bewegt wird, macht durchaus Sinn. Natürlich nicht bei den allerrangniedrigsten Pferden, damit die nicht schneller laufen müssen, als ihnen gut tut, denn bei einer Hufrehe ist das Hufbein ein ganz, ganz instabil. Also die feinen Kapillargefäße an den Hufwänden, das könnt ihr euch wie so ein Hängemattensystem vorstellen. Also die Hufkapsel hängt wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig hängt in diesem Aufhängeapparat. Und wenn da lauter Entzündungsherde in diesen Gefäßen sind, dann ist das ganze Hufhorn, die Hufkapsel instabil und durch Bewegung kann man natürlich da auch noch dafür sorgen, dass die Instabilität weiter zunimmt. Also das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Achtet da wirklich auf euren Tierheilpraktiker, Hufpfleger, Hufschmied eures Vertrauens. Aber tatsächlich bin ich doch ein Freund von ein wenig moderater Bewegung. Und bitte bedenkt, bei einer Hufrehe, das ist so ein schmerzender Kraftakt, den das Pferd da bewältigen muss, das ist nicht die Zeit für eine Nulldiät. Also sprich, wenn das Pferd zum Beispiel aus übergewichtig war, Stoffwechselprobleme hat und das Pferd deswegen zu einer Hufrehe, zu einem Hufrehefall wird, das ist dann sowieso schon zu spät. Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und dann dem Pferd jegliches Heu zu streichen und es nur noch auf Stroh zu setzen, ist absolut der falsche Weg. Denn wir wollen letztlich Stress vermeiden und wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass das Pferd außerordentlich gut mit Aminosäuren und Nährstoffen versorgt wird, damit das Gewebe überhaupt heilen kann. Parallel bei jeder schweren, schmerzenden Krankheit die Psyche und die Organe stärken. Also mein Mittel der Wahl ist die Bioresonanz. Man kann aber auch Spagyrik nehmen, die chinesische Medizin, Massagen, andere energetische Zuwendungen, Homöopathie natürlich, Bachblüten, Aromatherapie, was euch so einfällt, um das Pferd bei Laune zu halten und es in dieser schmerzhaften Zeit zu begleiten. Ups, Moment. Was können wir aus der Stallapotheke jetzt zaubern, wenn wir merken, unser Pferd hat Schmerzen? Tatsächlich bin ich da auch sehr rigoros,
weil ich wirklich vermeiden möchte, synthetische Präparate zu verwenden. Denn was meiner persönlichen Erfahrung nach, es hat immer wieder gezeigt, dass sich durch Schmerzmittel, Entzündungshemmer, sich Fälle teilweise noch länger hinziehen. Gut, man steckt immer nie drin, man kann es nie genau abschätzen, was wäre, wenn. Das ist letztlich immer leichter gesagt als getan. Ich würde aber versuchen, es auf naturheilkundliche Art zu bewältigen und zu begleiten. Natürlich muss man da selber wissen, je nachdem, wie gut man da auch begleitet wird, im Zweifelsfall den Tierarzt des Vertrauens einfach nochmal um eine Einschätzung bitten, inwieweit es auch aus Tierschutzgründen relevant ist, wie stark man das Pferd leiden kann. Ich habe nur erlebt, es macht Sinn, das Pferd, dem Pferd ein bisschen die Schmerzen zu lassen, einfach aus dem Grund, wenn es schmerzt, dann schont es sich. Dann kann es selber ein Gefühl dafür entwickeln, was es sich an Bewegung zumuten kann. Und die Pferde haben da doch meistens einen sehr, sehr guten Instinkt. Und es gibt durchaus mächtige Mittel in der Phytotherapie, Weihrauch als allervorderstes genannt. Und zwar ist es wichtig, dass man hier auf den indischen Weihrauch zurückgreift. Also achtet auch auf die Bezeichnung Boswellia serrata oder indischer Weihrauch. Denn der ist stark schmerzhemmend, stark entzündungshemmend und wirkt auch noch antiödematös. Ich habe hier eine Tagesdosis von 50 bis 70 Gramm angegeben. Man kann es auch durchaus verdoppeln und verdreifachen. Das ist so ein Richtwert. Das ist aber wie bei jedem Schmerzmittel letztlich, man muss dann eine individuelle Dosis finden. Das kommt ganz, ganz stark auf die Verfassung, den Stoffwechsel des Pferdes tatsächlich an. Und diese 50 bis 70 Gramm muss man auch erstmal ins Pferd bekommen. Das ist ein weißliches Pulver, das sehr stark riecht und auch nicht besonders lecker ist. Die meisten Pferde haben aber in einem akuten Fall tatsächlich keine Akzeptanzprobleme. Ist mir selten untergekommen. Sollte es dennoch so sein, dann kann man auf ein Fertigpräparat, und da empfehle ich zum Beispiel das Produkt Dolor von Orthocell, und zwar ist es eine Kombination aus Weihrauch und Kurkuma, und zwar der Extrakt, also entsprechend hochdosiert. Und da bräuchte man jetzt, sage ich mal, 3 bis 4 Kapseln. Man kann aber auch hier auf 7 oder 8 Kapseln verdoppeln pro Tagesdosis. Parallel kann man den Vitalpilz Auricularia geben. Und zwar wirkt der blutverdünnend, antithrombotisch und reichert auch noch das Blut mit Sauerstoff an. Also da wird die die Sauerstoffsättigung stark verbessert. Oder wie ich es vorhin schon vorgeschlagen hatte, die Kräutermischung Hufreha. Die kann man parallel zu obigen Präparaten geben, um einfach das Blut so geschmeidig wie möglich zu halten. Und je nachdem, was denn tatsächlich beim Pferd noch ist, ruft auch gerne an, wenn ihr einen Fall habt, unter der Kraftpferd-Hotline. Und dann können wir nochmal gucken, ob andere begleitende Kräuter sinnvoll sind. Ich könnte mir zum Beispiel mal Rosmarin vorstellen, Beifuß oder Goldrute, um nochmal den Blutkreislauf und die Organe parallel zu stärken. Ich halte es nicht für so zielführend, in einem akuten Schmerzgeschehen das Pferd zu entgiften. Also ich würde da jetzt nicht zusätzlich eine Leberkur geben, keine Mariendistelsamen oder ähnliches, und zu entgiften, denn das Pferd ist so unter Stress. Der ganze Organismus hat so zu kämpfen, um überhaupt die Entzündungen in Schach zu halten, die Schmerzen zu lindern. Da könnten wir das System noch zusätzlich schwächen, wenn wir da noch andere Organe parallel ansprechen. Ich habe euch jetzt mal ein Rezept aufgeschrieben, und zwar, das nennt sich der Kraftpferd-Schmerzsud. Und zwar ist es wirklich so dieses Trio, das sich wirklich sehr gut bewährt hat und wo ich bisher immer gut zurechtgekommen bin, tatsächlich auch ohne irgendwelche anderen Präparate. Ich habe euch die Tagesdosis dazu auch ausgeschrieben. Das wäre jetzt ein Sud, also sprich ein starker Tee aus Pappelknospen, Halsteria-Rinde und Weidenrinde. Die in der Kombination wirken blutverdünnend, entzündungshemmend, zusammenziehend, aber auch fiebersenkend. Die Pappelknospen sorgen dafür, dass diese Rinden auch ein bisschen verträglicher werden und schonen den Magen. Sie sind schmerzlindernd und man sagt jetzt einfach mal bei allen rheumatischen, also bei allen Schmerzen im Bewegungsapparat, aber auch bei Nervenschmerzen, Borreliose-Schmerzen, kann man dieses Trio durchaus
über ein paar Tage geben. Ich bin kein großer Freund davon, Rinden und Schmerzmittel über einen längeren Zeitraum zu geben, weil das sind mächtige Mittel und alle haben einen reizenden Effekt und das ist für den Magen und den Verdauungstrakt nicht gut. Da muss man einfach mal überlegen und abwägen zwischen Pest und Cholera, sage ich jetzt mal. Möchte man jetzt sich selber einen Magen, was hat jetzt also quasi Vorrang? Aber dieses Trio ist über mehrere Tage gegeben, doch durchaus verträglich. Bitte bedenkt, bei allen Kräutern, die haben eine gewisse, man sagt, Halbwertszeit. Also sprich, die Wirkstoffe in den Kräutern entfalten über die Leberaktivierung ihre Wirkung. Und es ist dann so, dass die auch relativ schnell wieder aus dem Blut verstoffwechselt werden. Das ist von Kraut zu Kraut ein bisschen unterschiedlich. Aber um so einen Retard-Effekt, wie ich es jetzt unten beschrieben habe, eine, so quasi eine Depotwirkung zu erreichen, macht es einfach Sinn, dann mehrmals am Tag die Kräuter zu geben. Das ist anstrengend und ein krankes Pferd ist ähnlich wie einem kranken Kind oder einem anderen kranken Menschen eine anstrengende Geschichte. Es ist aber durchaus handelbar und für das Pferd ist es eine sehr gute Variante. Ich habe euch die Rezeptur aufgeschrieben, also alle drei Kräuter in den Topf ordentlich mit Wasser aufkochen, ziehen lassen. Riecht unglaublich lecker. Ich mag, also so traurig es ist, aber die Pappelknospen riechen ganz zimtig und lecker. Und das kann man dann über Heukops zum Beispiel geben und so häufig wie möglich dann eben verteilen. Auch hier kann man die Dosis ein bisschen nach oben schrauben. Hätte ich jetzt gar kein Problem damit. So, was könnt ihr selbst noch tun? Meine Empfehlung wäre wirklich, druckt euch das PDF, das wir euch dann auch noch zukommen lassen, aus. Wir arbeiten ja, wie gesagt, an dem Workbook, wo sowas auch ein bisschen beschrieben wird. Druckt euch das aus, hängt euch das irgendwo griffbereit in den Stall. Es gibt nämlich an den Pferdebeinen auch sogenannte Aspirinpunkte. Das sind Techniken aus der Akupressur, was ja letztlich der Akupunktur angenähert ist. Und so könnt ihr selber noch euer Pferd stärken und die Meridiane und die Gefäße unterstützen. Und hier in Blau, ich habe es jetzt mal angetaped, könnt ihr den Dickdarm 4 finden. Also sprich auf dem Meridian Dickdarm, Haus Nummer 4, dort in dem Bereich ist der vordere Aspirinpunkt. Das heißt, der wirkt schmerzlindernd, hilft zu entspannen, ist auch ein Ausleitungspunkt. Das ist wirklich so ein ganz generell guter Punkt und macht euch da jetzt nicht unbedingt verrückt, dass ihr jetzt ausgerechnet genau die Stelle finden müsst. Deswegen habe ich das jetzt auch ein bisschen großflächig gekennzeichnet. Vertraut da durchaus eurem Instinkt und ihr werdet merken, gerade bei Hufproblemen im Vorderbereich, dort ist es heiß, da pulst es, da pocht es. Und da versucht ihr mal ganz sorgsam mit euren Fingern, mit eurer Daumenspitze, je nachdem, welcher Finger euch da sympathisch ist, diesen Punkt zu berühren und leicht zu drücken. Wichtig ist, achtet auf euer Gefühl, achtet auf die Reaktion eures Pferdes und das ist letztlich maßgebend, wie stark ihr drückt oder wie sanft ihr berührt. Manchmal reicht es auch, wenn ihr einen gewissen Abstand, wirklich, es kann ein Papierblatt dazwischen passen, dass ihr den Punkt gar nicht direkt berührt. Oder aber auch mit einer Farblichtlampe, zum Beispiel in Grün, dort den Punkt bestrahlt. Es gibt das Ganze auch für hinten. Wir sehen jetzt hier ein Hinterbein, und zwar die Außenseite eines Sprunggelenkes. Und ich sollte vielleicht noch erwähnen, das betrifft natürlich beide Beine. Also sprich, sowohl rechts als auch auf der linken Seite macht es Sinn, diese Punkte zu drücken, egal welches Bein jetzt betroffen ist. Drückt immer beide. Und auch hier, der hintere Aspirierenpunkt hat ähnliche Wirkweisen. Versucht, diesen Punkt zu finden. Ihr findet den relativ schnell, wenn ihr, ich versuche jetzt mal mit der Maus den Weg anzuzeichnen, geht einfach mal mit euren Fingern, folgt der Maus und ihr werdet da in eine Art Delle fallen. Also wenn ihr hier entlang streift und diese Kuhle quasi oder diese Rinne entlang fahrt, dann ist es, als würde man entweder eine Delle fallen oder
oder über eine Delle stolpern oder in ein Loch fallen. So muss ich es ausdrücken. Das ist dann eigentlich sehr, sehr auffällig. Was können wir noch tun? Genau, also ihr merkt, das ist sehr huflastig, weil das sind tatsächlich die Geschichten, mit denen ich in der Praxis auch am häufigsten konfrontiert werde. Ihr seht hier mal meinen klassischen Hufverband, den ich sehr gerne so als Geheimtipp auch weitergeben möchte. Und zwar, da ich früher meinen Sohn mit Stoff gewickelt habe, habe ich noch en masse Stoffwindeln und die sind hervorragend geeignet. Also vielleicht könnt ihr da mal gucken, ob es in den Kleinanzeigen oder Ähnlichem noch irgendwo ausgemusterte Stoffwindeln gibt. Idealerweise mit Druckverschluss, so als kleiner Geheimtipp am Rande. Dann gibt es auch keine gefährlichen Situationen, dass sich das Pferd irgendwie verschnürt, abschnürt oder Ähnliches, sondern es ist quasi wie ein Sicherheitspuffer. Und diese Stoffwindeln halten unwahrscheinlich gut Feuchtigkeit. Dafür sind sie ja gemacht. Das heißt, man kann den wirklich ordentlich tränken, dass der die komplette Hufwand umschließt und kann da zum Beispiel angießen mit, ich habe es mal aufgeschrieben, Bellavette. Das ist ein Produkt, das ich im Shop habe. Das hat einen pH-Wert von 2,5 und ist so mein Haus- und Hofdesinfektionsmittel. Man kann sich aber auch basisches Badesalz aus der Drogerie nehmen und das angießen wie ein Fußbad und es hat so einen entschlackenden Effekt. Oder auch manche schwören auf 0,9%ige Kochsalzlösung, also NaCl, um das Hufhorn aufzuweichen, denn beispielsweise bei einem Hufabszess, ihr erinnert euch, wollen wir ja möglichst das Horn weich haben, dass der Abszess sich schnell aufbrechen kann. Genau, man kann es auch weich stellen. Da nehme ich dann jetzt nicht unbedingt diese Stoffwindel, sondern eine Einmalwindel. Die kann man danach das gesamte Konstrukt in den Mülleimer schmeißen. Muss gar nicht schön sein. Schönheit ist da zweitrangig, würde ich sagen. Versucht, küchenfertiges Sauerkraut zu platzieren in der Windel und dann den Huf vorsichtig draufzuschnellen. Und denkt dran, habt alles griffbereit, versucht schnell zu sein, denn das Pferd möchte nicht so gerne an dem Fuß behandelt werden. Deswegen Schönheit ist da erstmal zweitrangig. Das Pferd wird auch keine wilden Galoppaden mit dem Ding machen, sondern es steht wahrscheinlich eh nur leidend in der Ecke. Das muss jetzt auch keine großen keine Langmärsche aushalten. Wechselt den lieber häufig, damit ihr auch ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, wie sich der Huf verändert und dass ihr da ein bisschen einen Blick drauf habt. Fixieren kann man das mit einem richtig guten, dicken Tape. Und Malerkrepp oder Ähnliches, das würde da leider nicht halten. Also da schaut lieber, dass ihr wirklich gutes Tape oder auch Windeln eben in der Stallapotheke habt. Mein Favorite für die Stallapotheke ist jetzt zwar kein Akutmittel, aber das ist ein nice to have. Das sind die schnellen Wickel von der Firma Buckenthal. Und zwar bestehen die aus Schurwolle. Ihr seht hier jetzt auch zum Beispiel diesen grünen Schurwollwickel, der hat so eine eingearbeitete Tasche. Und da kann man entweder einen Wärmeträger, zum Beispiel bei einem Arthrosepferd, einlegen und den schön wärmen, dass die Wärme ihm im Winter gut tut, wenn er arthrotische Schmerzen hat. Man kann aber auch einen Kühlpack reinlegen. Und zwar, da gibt es, würde ich auch für die Stallapotheke, auch für einen Reiterunfall empfehlen, diese Knick-Kühlpacks. Sprich, die man durch einmal Knicken aktiviert und dann tritt so eine Flüssigkeit aus, die dafür sorgt, dass diese Innenflüssigkeit, das ist meistens so eine gelartige Substanz, sich rasend schnell abkühlt. Das kann man für Reitunfälle, Traumata oder Ähnliches nehmen, aber auch sehr gut in so eine Tasche einlegen und bei einem Sehnenschaden zum Beispiel schnell das Bein kühlen. Und dieser Wickel, der saugt sich auch unwahrscheinlich gut fest mit Retterspitzbandagen. Also Retterspitz wäre zum Beispiel gut geeignet, wenn man Sehnenschaden tatsächlich hat oder den Stoffwechsel im Bein anregen muss. Das bekommt man in der Apotheke und da sind ätherische Essenzen eingearbeitet, die erstmal stark kühlend wirken und danach möchte ja der Körper sich selbst wieder erwärmen und dort wird quasi der Blutfluss aktiviert und der ganze Stoffwechsel lokal
nochmal angekurbelt. Und immer wenn etwas angekurbelt wird, dann fließt das Blut schneller und auch die Schlagstoffe und Schadstoffe können schneller wieder aus dem Bein rausgeleitet werden. Deswegen habe ich die schnellen Wickel tatsächlich in der Stallapotheke und verwende die sehr gerne. Haben den Vorteil, dass man die 24 Stunden am Bein lassen kann und man kann keine Abschnürungen erzeugen, denn die sind sehr, also man kann sie nicht so festziehen, dass es das Bein abschnürt. Das ist quasi kaum unmöglich. Die sind atmungsaktiv und dehnen sich letztlich aus. Das heißt, sie haben einen leicht stützenden Effekt, ohne tatsächlich einzuschnüren. Es gibt da Unterschiede. Es gibt, deswegen habe ich jetzt mal das Bild von dem weißen Wickel noch mit eingespielt. Der weiße Wickel, der ist ausschließlich aus Baumwolle. Da muss man unterscheiden. Der hat nicht diesen Saugeffekt. Den kann man jetzt zum Beispiel nehmen, wenn man etwas, ein verschmutztes Bein hat oder eine Wunde, die man schützen möchte und es suppt und eitert. Das kann durchaus mal vorkommen. Denn diesen Baumwollwickel kann man bei 90 Grad in der Waschmaschine auskochen. Die Schurwollbandagen, die sind da ein bisschen empfindlich. Die kann man nur bei 30 Grad waschen. So, und das sind nur als praktische Hintergrundinfos. Was haben wir noch? Oh ja, Bisse, Tritte, Verletzungen. Jeder Offenstaller hat es wahrscheinlich schon mal erlebt. Ich hoffe nicht allzu deutlich. Man muss ein bisschen drauf gucken. Ich würde bei solchen oberflächlichen Verletzungen tatsächlich gar nicht so viel schmieren. Natürlich wollen wir dem Pferd, das ja auch Schmerzen hat, das Ganze erleichtern. Und zwar hat sich da jetzt Folgendes bewährt, den sogenannten Eislolli. Das kann man sich selbst ganz, ganz leicht anlegen und den Stallbesitzer bitten, sowas in die hauseigene Gefriertruhe zu geben und parat zu haben. Man kann sich einfach ein Plastikbecherchen nehmen, zum Beispiel einen Holzspatel hineinstecken, mit Wasser füllen und dann einfach einfrieren. Und dann kurz antauen lassen, das aus dem Plastikgefäß und bei Bedarf dann eben aus dem Plastik nehmen. Und dann hat man einen wunderbar schönen Eislolli. Um schnell zu kühlen, an dem Spatel kann man es gut festhalten. Und wenn das Pferd wirklich eine Verletzung hat, eine Schwellung hat, die stark spannt, dann kann man da eine Erste-Hilfe-Maßnahme leisten, Sehnenverletzungen und dann dort direkt kühlen, wenn benötigt wird. Man kann diesem Wasser dann eben auch noch Zusätze hinzufügen, um das Ganze, um die Wirkung zu verbessern. Das wären Arnika, Calendula oder Hamamelis. Calendula ist jetzt zum Beispiel sehr gut auch bei stumpfen Verletzungen. Hamamelis ist auch blutstillend und Arnika wird allgemein schmerzlindernd. Man kann das auch kombinieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt alle drei auf einmal reinkippen, aber man kann zum Beispiel Arnika und Calendula durchaus gemeinsam in einen Eislolli geben und achtet da einfach auf die Herstellerempfehlungen. Man sollte das nämlich schon verdünnen und je nachdem, meistens steht dann auf dem Fläschchen auch drauf, bitte 1:10 zum Beispiel verdünnen oder 1:15. Da guckt auch einfach auf die Herstellerangaben. Was haben wir noch? Genau, oh ja, was ich auch noch für die Stallapotheke empfehle, also manchmal ist meine PowerPoint-Präsentation wirklich lustig mit den Einblendungen. Und zwar haben wir das Gastro-Care-Gel. Das mag ich sehr, sehr gerne für die Stallapotheke, denn es ist ebenso leicht einzugeben wie diese Elektrolytpaste, von der ich euch vorhin erzählt habe. Und es kann immer wieder mal sein, dass ein Pferd einen Schock erleidet. Unfall, Verlust in der Herde, Verletzung, Schmerzen hat, Ähnliches. Und gerade die Pferde, die schon mit dem Magen vorbelastet sind, viele werden es vielleicht kennen, die reagieren bei Stress sofort mit Bauchweh. Also wenn die Magenschleimhaut leider einmal stark geschädigt war, dann ist sie da immer anfällig. Und es ist wirklich eine sehr gute Erste-Hilfe-Maßnahme, dieses Oralgel zu verabreichen, denn das enthaltene Aluminiumhydroxid oder das Calciumcarbonat wirkt als Magensäurepuffer. Das sollte man nicht über einen längeren Zeitraum geben. Das würde einfach das Milieu im Magen zu sehr verändern.
für einen Akutfall oder Transportstress. Man muss das Pferd verladen. Man weiß, dass es aber Schmerzen hat oder Stress hat. Dann würde ich prophylaktisch so eine halbe Tube, steht auch dann drauf, wie viel, je nachdem wie viel, vom Gewicht her, würde ich das verabreichen. Ist nicht teuer, ich glaube 10, 15 Euro oder sowas. Langes MHD, tut nicht weh in der Stallapotheke. Man weiß ja nie. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf Atemwegserkrankungen eingehen, aber ich habe euch jetzt doch mal ein Atemwegstrio aufgeschrieben, denn gerade bei Husten macht es Sinn, schnell zu handeln, damit sich ja nichts erst verschleppt. Und da ist eine bewährte Kombination Thymian, Anis und Salbei. Ich bin schon immer ein Freund von der individuellen Therapie. Das ist immer das Optimum, zu gucken, warum hustet das Pferd. Darauf möchte ich, also macht euch da parallel unbedingt auf Ursachensuche, was denn da los ist, ob es das Heu war, ob es Stress ist, ob was auch immer, ob ein Infekt im Stall rumgeht, damit man einfach gezielt behandeln kann. Aber bevor ihr jetzt erstmal lange sucht und nichts tut, würde ich euch dieses Trio empfehlen, denn damit haben wir letztlich alles abgedeckt, was wir erstmal für den Selbstreinigungsmechanismus der Bronchien brauchen. Der Schleim wird verflüssigt, kann leichter abgehustet werden. Und das ist letztlich das, was wir am dringendsten möchten. So, was haben wir noch? Ja, ich möchte die Kurse ganz, ganz kurz anreißen, was man unter moderner und feuchter Wundversorgung versteht. Ich werde dazu wahrscheinlich auch nochmal einen extra Zoom-Call vielleicht auflegen, denn das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass man sich als Pferdebesitzer oder als Stallbetreiber auch da ein bisschen einfuchst, denn da kursieren noch in den Stallapotheken die lustigsten Dinger. Vor allem ist mir das Blauspray ein großer Dorn im Auge. Einfach aus dem Grund, dass durch den hohen Druck des Sprays oftmals das empfindliche Gewebe mehr geschädigt wird, als tatsächlich versorgt wird. Und ich kann euch nur empfehlen, euch mit den die Sachen von Peter Denius mal anzuschauen. Der hat immer wieder mal gute Artikel auch im Netz. Er hat auch eine eigene Schule, die heißt AFIT. Ich glaube, das heißt Akademie für innovative Tiermedizin. Und auf einem Lehrgang von ihm habe ich mir wirklich notiert, nur eine trockene Zelle ist eine tote Zelle. Also sprich, damit die Wunde gut heilen kann und sich wirklich eine gute Hautschicht neu bilden kann, sollte die Wunde feucht gehalten werden. Das widerstrebt erstmal dem, was man eigentlich so vielleicht noch von seiner Oma gelernt hatte, die Wunde soll austrocknen. Nein, das ist tatsächlich falsch. Das ist kontraproduktiv und so kann man eben eher die Narbenentstehung begünstigen. Und wenn wir wollen, dass die Haut gut und stabil und elastisch nachwächst, sollte das Gewebe und der Wundgrund immer feucht gehalten werden. Es gibt da verschiedene Heilungsphasen, natürlich je nachdem, wie tief die Wunde auch ist. Es gibt die Exudationsphase, das heißt, wenn wir vor einer Wunde stehen, also ich habe jetzt diesmal extra aus Zeitgründen auch auf Bilder verzichtet. Ich habe noch etliches Bildmaterial, aber ich wollte euch da jetzt nicht zu sehr erschrecken. Wenn das Gewebe oder die Wunde stark eitert, stinkt, dann ist es immer ein Zeichen davon, dass da noch ein Infekt in der Wunde ist und der Körper möchte das aus Selbsterhaltungstrieb auch loswerden. Also je verschmutzter, je stinkender das Exudat, also das Wundsekret ist, desto stärker müssen wir auch das Immunsystem des Pferdes von innen heraus stärken. Und dann brauchen wir auch Wundauflagen. Also wenn wir die Wunde verbinden, brauchen wir dann Auflagen, die dieses Exudat aufsaugen. Da gibt es in der modernen Wundversorgung wirklich sehr, sehr viele Anbieter, sehr, sehr viele Produkte. Ich empfehle zum Beispiel, das könnt ihr euch mal notieren, die Firma Lohmann und Rauscher. Die haben da ganz, ganz tolle Broschüren auch, die man sich als Laie gut durchlesen kann. Und die haben dafür spezielle Wundauflagen.
Ja, dann gibt es die Granulationsphase, also sprich, wenn das Pferd, wenn sich kleine Krusten bilden und man merkt, oh, das Gewebe wächst nach. Und dann ist ganz besonders in dieser Phase, sollte man darauf achten, dass das eben schön feucht, das kann man auch durch Cremes erreichen, gehalten wird, damit das Gewebe eben gut nachwachsen kann. Und in der Epithelisierungsphase, dann ist quasi der Zeitpunkt, wo die Wunde auch beginnt, von außen nach innen zuzuwachsen und wirklich zu heilen. Und auch hier die Wundränder unbedingt pflegen. Ach genau, da habe ich noch stehen, Achtung, folgende Bilder, das war aus einer anderen Präsentation, habe ich jetzt hier tatsächlich mal rausgenommen, um nicht den Rahmen zu sprengen. Was ihr tatsächlich für eure Stallapotheke haben könnt, wäre ein gutes Desinfektionsmittel. So, und was ist jetzt ein gutes Desinfektionsmittel? Nicht gut ist Jod. Und zwar einfach in der, vor allem nicht dann, das muss ich einschränken, wenn Wundflüssigkeit austritt. Denn sucht wirklich mal im Internet, recherchiert, es gibt den sogenannten Eiweißfehler. Und zwar immer dann, wenn Körperflüssigkeiten, die ja aus Eiweiß bestehen, in Kombination mit Jod sich verbinden, dann wird die Wirkung des Jods vermindert, teilweise stark. Es gibt auch sehr aggressive Desinfektionsmittel auf Chlorhexidin-Basis und auch die stören die Wundheilung. Und wenn wir eine Wunde vor uns haben, dann muss man natürlich überlegen, ja, was muss man die überhaupt verbinden, muss ich die nicht verbinden? Und hier muss man ganz, je nachdem schauen und ganz individuell beurteilen, in was für einer Heilungsphase man sich denn befindet. Also so wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn viel Flüssigkeit aus der Wunde noch kommt, damit meine ich jetzt nicht spritzendes Blut, das ist dann definitiv ein Fall für den Tierarzt, aber wenn es eitert, dann muss dieses Eiter aufgenommen werden und vom Körper wegtransportiert werden. Wir möchten aber auch vor Reibung schützen. Also wir brauchen jetzt einen Verband, der nicht reibt und der auch nicht mit der Wunde verklebt. Und wir wollen den Wundgrund immer feucht halten und wir wollen idealerweise auch noch desinfizieren. Beachtet das, wenn ihr da spezielle Fragen habt, kommt da wirklich gerne auf mich zu. Also die Wundversorgung ist da ein bisschen ein Steckenpferd von mir und die ist sehr, sehr individuell. Da muss man wirklich, gucken, was da am besten passt. Gerne auch sich mit dem Institut AFIT in Verbindung setzen. Die sind da ganz, ganz freundlich und beraten einen auch ganz, ganz klasse. Ja, was ist denn jetzt tatsächlich gut geeignet? Jetzt kommen wir mal zu dem, was auch wirklich dann weiterhilft. Und zwar achtet bei den Desinfektionsmitteln wirklich mal auf die Wirkstoffe. Und wenn da zum Beispiel sowas wie Polyhexanid steht, dann ist es ein ganz großes Daumen hoch. Polyhexanid ist in verschiedenen Präparaten eingearbeitet, zum Beispiel auch im Octenisept, das ist aus dem Humanbereich. Dann gibt es für den Veterinärbereich auch das Prontovet, im Humanbereich heißt es dann Prontosan. Das ist alles letztlich das Gleiche. Für Pferde oder Tiere ist einfach das Prontovet zugelassen. Letztlich hat man da auch als Arznei bei den Arzneistoffen bestimmte Regularien oder Sachen, die man einhalten muss. Und das Polyhexanid hat aktuell eben ein sehr, sehr breites Wirkspektrum, also sprich, egal ob Bakterien, Viren, Hefepilze, das sorgt für eine gute und nachhaltige Desinfektion, ohne tatsächlich die Wundheilung zu stören. Was ich ebenfalls vorhin schon mal gesagt hatte, mein Allheil-Desinfektionsmittel persönlich ist das Bellavet. Das habe ich kanisterweise, sicherheitshalber. Und das kann man sehr, sehr gut verwenden. Das ist letztlich aus Wasser und Kochsalz hergestellt. Und das Charmante an der ganzen Geschichte ist, dass das noch zusätzlich mit Wasserstoffionen angereichert ist. Und es hat einen pH-Wert von 2,2 bis 2,5. Also das ist extrem sauer. Und dadurch werden Erreger und unerwünschte Keime, die haben da quasi kaum eine Überlebenschance. Das kann man übrigens auch innerlich nehmen. Man sollte das allerdings nur unter, ich sage jetzt mal, therapeutischer Begleitung nehmen. Es ist aber durchaus machbar bei einer chronischen Erregerbelastung. Also wenn das Pferd immer wieder an Infekten leidet und einfach nicht gesund werden kann, dann kann man da mal eine sogenannte Schaukeltherapie machen, bestehend aus einem
sehr sauren, ich nenne es mal Wasser, wie dem Belavett, und noch einem Gesteinsmehl, um die Toxine zu auszuleiten. Und dann kann man da ganz gute Effekte erzielen bei einem chronisch kranken Pferd. Oder Hund oder Mensch oder wie auch immer. Genau, letztlich bei Verletzungen. Wir wollen Narben reduzieren, wenn möglich natürlich auch verhindern, weil als energetischer Therapeut weiß ich auch, dass jede Narbe auf den Meridianen, sie ist ein Störfaktor, sei es die Kastrationsnarben, aber auch OP-Narben an der Bauchnaht, bei einer Kolik-OP, das kann letztlich alles zu Schmerzen führen. Wetterwechsel können die Narben beeinflussen. Der Energiefluss ist gestört und immer dann, wenn die Energie nicht fließen kann aus den Meridianen, dann kann das einfach Auswirkungen auf die Organe haben. Und deswegen ist mir ein großes Anliegen, dass wir Narben reduzieren, wenn nicht gar verhindern, zur Pflege und um zum Feuchthalten. Für die Hausapotheke finde ich die Aloe Vera Pflanze ganz, ganz, ganz toll. Also gerade auch chronische Wunden, die ein bisschen wulzig sind, die wildes Fleisch auch gebildet haben, probiert da wirklich mal die Aloe Vera Pflanze aus. Man sollte darauf achten, dass man wirklich eine Aloe Vera Pflanze hat, die auch schon relativ alt ist. Denn je älter die Pflanze ist, desto Wirkstoff oder desto konzentrierter ist wirklich sind die Inhaltsstoffe in dem Gel, das in dem dickfleischigen Blatt tatsächlich ist. Tragt es ruhig großzügig auf. Die Aloe Vera oder dieses Gel ist dann letztlich sehr, sehr feucht, gelartig und wir wollen ja eine feuchte Wundversorgung haben. Ein weiterer Geheimtipp ist der Balm Akut von Horses Best. Der ist so phänomenal, also den kann ich wirklich nur empfehlen bei allen Wunden, kann auch auf offene Wunden, auch Mauke etc. Er ist sehr, sehr, sehr potent, hat wahnsinnig gute, wertvolle Inhaltsstoffe drin und dadurch wirkt er stark wundheilend, entzündungshemmend, die Hautregeneration wird gefördert. Also wir haben jetzt in meinem Einsteller, hatte zum Beispiel eine starke, nicht in meinem Stall, aber er kam zu uns mit einer starken Verletzung im vorherigen Stall. Der Tierarzt konnte nicht mehr nähen und es war wirklich klaffendes, offenes Fleisch. Wir haben den Balsam drauf und es ist so wunderschön zugeheilt. Das war wirklich sagenhaft, obwohl der Tierarzt nicht nähen konnte. Das hat mich jetzt einmal mehr von dem Balsam tatsächlich überzeugt. Man kann jetzt auch bei kleineren Verletzungen das Manuka-Honig probieren, gerade bei Verletzungen im Maulbereich, wenn man dafür Sorge hat, dass das Pferd dran schleckt, dann ist der Manuka-Honig da ganz ungefährlich und ich arbeite auch sehr gerne mit Farblicht und das ist auch so ein nice to have für die Stallapotheke, so eine kleine Farblichtlampe, die werde ich irgendwann, sie liegen schon zu Hause bei mir, sie müssen bloß noch in den Shop überführt werden und dann kann ich euch auch die Farblichtlampen anbieten in einem handlichen Format und ich würde auch ein kleines Booklet dazu geben, dass ihr da ein bisschen selbst damit arbeiten könnt. Ich bin aber davon überzeugt, dass ihr intuitiv mit Sicherheit das Richtige machen werdet, wenn ihr auf euer Pferd achtet. So ein kleiner Auszug aus der Farblehre. Grün wirkt zum Beispiel eher beruhigend. Orange wirkt, ist so eine Seelenfarbe, also bei Schock oder Traumata und letztlich jede Wunde ist ja irgendwo ein Schock. Jeder Schmerz ist irgendwo ein Schock fürs Pferd, je nach Ausprägung. Und blau heißt so die Farbe des Kühlens, also eine kühlende Farbe, die kann man bei einer Verletzung ebenfalls anstrahlen, direkt an die Wunde. Genau, hier seht ihr es zum Beispiel, hier wäre so eine Taschenlampe, so schaut es dann aus. Man kann da ganz einfach sich durch 10 Farben durchklicken und hat es ganz handlich mit Batterien oder Akkus eben und kann das im Stall bei sich behalten und ist wirklich eine schöne Sache für die Stallapotheke. So, ich glaube, wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ende. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, ich glaube, das war's. Bin ich mal geschockt, wie wir in der Zeit sind. Mal gucken. Oh, nee, ich bin sogar just in time mit 21 Uhr. Und ich würde vorschlagen, ich lasse mal die Präsentation offen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Fragen. Oh, Moment, jetzt kommen doch noch ein paar Folien auf einmal reingeschossen. Moment, da hat irgendwas nicht gleich reagiert.
Moment, jetzt gucke ich mal kurz. Der Rechner mag jetzt gerade nicht so ganz. Genau. Was gehört in die Stallapotheke? Ach ja, klar, das sollten wir nochmal durchgehen. Also, was gehört jetzt in die Stallapotheke? Die ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Also, ich finde unerlässlich, dass man ein Fieberthermometer hat. Eine Zeckenzange ist bei mir persönlich auch dabei. Eine Verbandsschere. Schaut da wirklich, dass es eine spezielle Schere ist, die eine abgerundete Ecke vorne hat, damit man, wenn man am Pferd schneidet und das Pferd mal zuckt, dass man nicht die Spitze der Schere ins Bein rammt. Das ist natürlich ungeschickt. Eine Pinzette, also eine starke Pinzette, macht auch Sinn, um eventuell einen Fremdkörper selbst zu entfernen, wobei ich hier immer sehr, sehr, sehr vorsichtig und achtsam wäre, denn letztlich, wenn man etwas aus dem Pferd herausschauen sieht, sei es zum Beispiel etwas, das sich eingetreten hat, man weiß nie genau, wie groß das Ding letztendlich ist, das im Pferd ist. Also angenommen, das Pferd hat sich was eingetreten in den Strahl oder sowas und es würde ich versuchen, wenn es was Hartes ist, das abzuknipsen, damit es eben bodennah ist, den Huf gut zu polstern und den Tierarzt das entfernen zu lassen, damit er gegebenenfalls auch gleich die richtigen Mittel hat, um die Wundhöhle zu spülen. Also jetzt einfach mal so etwas aus dem Pferd rausziehen, mit Vorsicht zu genießen. Ja, für sauberes Einarbeiten machen einmal Handschuhe Sinn. Verbandmaterial, ja, also da kommt es natürlich auf das Bruchpilotenpotenzial ein bisschen eures Pferdes an. Also es gibt immer mal Fälle, es macht Sinn und ich glaube, man fühlt sich auch sicherer, wenn man geübt ist, so wie man, wie ich jedem empfehlen kann, immer wieder mal einen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs zu besuchen, damit man einfach im Ernstfall mit den Sachen gut umgehen kann. Sterile Wundauflagen, Polstermaterial, selbstklebende Bandagen, Kurzzugbinden, das nennt man dann Binden, wenn man die auseinanderzieht, dass die nicht irgendwie einen Meter länger werden, sondern dass die schon wirklich relativ straff sind, damit sie auch tatsächlich etwas fixieren können. Panzertape, Einwegspritzen, um was auf die Wunde zu applizieren. Windeln für den Hufverband, sterile Spatel, um eine Salbe aufzutragen. Geschirrtücher, Laken, Küchenkrepp, also so ein Coolpack, von dem ich vorhin erzählt habe, zum Knicken, macht Sinn. Wie gesagt, in den Vor-Ort-Workshops bei mir auf dem Hof schauen wir uns die Materialien alle immer ganz genau an, machen Verbände am Pferd, guckt einfach mal, ob es da in eurer Nähe auch etwas Ähnliches gibt, dass man euch die Materialien mal genau angucken kann, weil nichts ist schlimmer, dann vor einem Verbandskasten zu stehen und die Sachen passen einfach nicht und mit denen kann man dann gar nicht umgehen. I-Tüpfelchen, ja, ein Stethoskop wäre total klasse. Einfach um ein Gefühl für das Innere eures Pferdes zu bekommen. Damit meine ich jetzt nicht nur das Herz, sondern auch mal den Darm abhören. Fantastisch fände ich, auch wenn man diese schnellen Bandagen für den Notfall da hat, das ist so ein i-Tüpfelchen, eine Hufabtastzange kann Sinn machen, eine Farblichtlampe auch. Sonstiges habe ich, jetzt haben wir jetzt mal reingepackt, das Bellavett zur Desinfektion oder auch das Prontovet, das ist dann so eine Wundspüllösung, wo man quasi bei einer Verletzung Verunreinigungen vorsichtig rausspülen kann. Fertiges Sauerkraut kann man, hat auch meistens ein sehr langes Haltbarkeitsdatum, kann man sich in die Stallapotheke legen. So ein Kräuterfluid für Sehnen, wie Retterspitz zum Beispiel. Ein Basenpräparat für einen Angussverband, Arnika oder Calendula-Essenz. Das sind alles Sachen, die nicht wehtun in der Stallapotheke und die man da wirklich getrost fürs eigene Sicherheitsgefühl auch belassen kann. Es macht jetzt nicht unbedingt Sinn, dann sich einen Kräuter-Mega-Schrank ja, oder seinen Schrank mit lauter Kräutern aufzufüllen. Es gibt da ein paar Kräuter, die ich jetzt hier auch geschrieben habe, die wirklich Sinn machen, um schnell zu agieren. Das ist die Kräutermischung Hufrehe, egal ob Hufrehe oder Kreislaufprobleme, Weihrauch bei einer Entzündung, sei es eine Atemwege, sei es Bewegungsapparat, Bauchweh. Wir wollen Schmerz bei allen Mitteln oder Situationen, wenn wir Schmerzen und Entzündungen angehen möchten, da wäre Weihrauch meine erste Wahl. Oder Thymian, Anis und Salbei. Wobei ich auch sagen muss, wenn man bei mir im Shop was bestellt, dann versende ich in der Regel so, dass es fast
am selben Tag noch rauskommt. Also dass schon nach spätestens 2 Tagen die Produkte dann auch bei euch letztlich am Hof sind. Colosan von Salovet unbedingt. Elektrolytpaste, ja, ist für mich auch ein Must-Have. Und vielleicht sogar das Gastrocare-Gel, um eventuellen Magengeschwüren gleich mal vorzubeugen. Genau, noch so ein paar allgemeine Tipps. Da habt ihr bestimmt selber auch noch gute Ideen. Wie geht man denn jetzt mit kranken Tieren um? Also ich handhabe es so und so würde ich es auch immer empfehlen, die ranghohen Tiere, die keine Sorge haben müssen, verscheucht zu werden, die lasse ich eigentlich immer in ihrer Herde. Denn der Sozialkontakt ist einfach unglaublich wichtig. Die Herde, eine gut funktionierende Herde, unterstützt sich da auch wirklich gegenseitig. Die kümmern sich teilweise auch richtig umeinander. Man muss ein bisschen gucken, bei einer sehr großen Herde, dass die rangniedrigen Tiere dann eventuell geschützt werden. Wirklich gucken, letztlich muss man da ganz individuell entscheiden, was jetzt denn tatsächlich das Beste ist. Denn die Isolation ist nicht immer das Gelbe vom Ei. Tatsächlich ist es oft so, dass ein Pferd, das es nicht gewöhnt ist, in der Box zu stehen, dann mag es ja lieb gemeint sein, wenn man das separiert in der Hufrehe, damit es sich eben nicht so arg bewegen muss. Wenn das Pferd aber kreiselt und rotiert und einfach so Sehnsucht nach seiner Herde hat, dann ist es eher kontraproduktiv. Das Trinkverhalten beobachten. Also das ist eine ganz praktische Erfahrung. Zum Heu schleppen sich die Pferde schon immer irgendwie. Aber die Motivation, zum Wasser zu gehen, die ist nicht immer da. Also angenommen, das Pferd hat einen Hufabszess und es humpelt mit seinen Kumpels auf die Weide mit, weil es einfach bei ihnen sein möchte. Und es ist ja auch gut so, wir wollen ja, dass es sich bewegt. Aber wenn die Herde zweimal zum Trinken geht, weil sie ja einfach locker fluffig zum Wasser können, dann mag das Pferd, das eigentlich Schmerzen hat, nicht unbedingt zum Wasser laufen. Und da macht es einfach Sinn, dass der Pferdebesitzer oder der Stallbetreiber dann einfach mal guckt und das Pferd half dann und sagt, dann verpflichtet man jetzt einfach mal zum Wasser zu führen oder dann eben einen Eimer gar hinzubringen. Also da beobachtet wirklich, dass das Pferd auch trotzdem genug Wasser bekommt. Liebevolle Zuwendung. Ja, natürlich. Wir wollen natürlich unseren Pferden das so leicht wie möglich machen und ihnen so am liebsten mitleiden, oftmals mehr mit als das Pferd selber. Und wichtig ist, da versucht euch mal hineinzuversetzen. Natürlich in einem gewissen Maß ist Zuwendung und Mitleid und Mitfühlen ganz, ganz wichtig und Empathie. Aber achtet da mal gerade bei den chronisch kranken Pferden auf euer eigenes Auftreten. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein zu starkes Bemitleiden nicht unbedingt förderlich ist. Denn wir wollen ja dem Pferd letztlich Kraft schenken. Das Pferd hat wahrscheinlich schon mit Schmerzen genug zu kämpfen. Und wenn wir dann auch noch mit einer Trauermine vor dem Pferd stehen und selbst weder ein noch aus wissen, dann verunsichert es die Pferde einfach nur. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass das Pferd damit besser klarkommt, wenn man ihm Kraft und Trost spendet, natürlich, aber auch so eine, wir kriegen das schon wieder hin, Pony, wir schaffen das schon, das geht vorbei. Also ich glaube, diese Mentalität und diese Botschaft finde ich ein bisschen zielführender. Natürlich, ihr kennt euer Pferd am besten, da gibt es kein richtig und kein falsch. Genau. So, ja, jede chronische Krankheit, das ist die Folie, zeige ich eigentlich immer zum Abschluss einer jeglichen Präsentation, um einfach nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig das Zusammenspiel der einzelnen Rädchen für ein gesundes Pferd ist. Also es macht keinen Sinn in meinen Augen, Organe isoliert zu betrachten oder zum Beispiel bei einem Therapiekonzept die Psyche außen vor zu lassen. Der Stoffwechsel ist so individuell, das Hormonsystem ist so unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Also natürlich nicht in ihren biochemischen Prozessen, aber letztlich jeder reagiert anders, auch reagiert anders auf andere Präparate. Also da gibt es so wahnsinnig viele verschiedene Varianten, wie man ein Pferd behandeln kann. Und da würde ich empfehlen, einfach ganz zum Experten eures eigenen Pferdes ein bisschen zu werden, euch so gut wie möglich zu informieren. Und deswegen finde ich es eben so klasse, dass ihr jetzt auch hier seid.
Und deswegen liebe ich solche Veranstaltungen, weil ich mich über jeden freue, der mehr wissen möchte. Genau, so, und jetzt ist wirklich die Präsentation an dieser Stelle beendet. Und wenn ihr Fragen habt, dann wäre jetzt ein hervorragender Moment. Also ihr dürft euch gerne freischalten und ja, loslegen bei Bedarf. Wenn ich nochmal zu irgendeiner Folie spulen soll, können wir das auch gerne machen. Und wenn ihr seid wunschlos glücklich, bin ich das auch. Und dann können wir das gerne an dieser Stelle beenden. Und ich würde einfach diejenigen, von denen ich auch die E-Mail-Adresse habe, die bekommen im Nachgang die Präsentation auch per PDF. Und wenn die Technik uns keinen Strich durch die Rechnung macht, dann werden wir das auch noch veröffentlichen und ins Netz stellen, damit man sich das jederzeit eben tatsächlich anhören und anschauen kann. Gut, dann möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, dass ihr jetzt so fleißig mit mir durch die erste Hilfe gerauscht seid. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Danke dir auch. Zum nächsten Mal. Ich Wieder sehe super gemacht. Vielen lieben gerade. Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.